Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich habe heute wieder ein Set aus der Playmobil City Life Serie. Das ist ein riesengroßes Set. Und ich glaube, ihr könnt schon erkennen, was es ist. Es ist eine Kirche, wo gerade eine Hochzeit stattfindet. Geeignet ist das Ganze für Kinder von 4 bis 10 Jahren. Die Nummer 5053 von Playmobil. Und hier hinten drauf können wir sehen, dass da 228 Teile mit dabei sind. Das ist eine eher kleine Kirche mit einem süßen kleinen Kirchturm. Obendrauf ist auch ein Hahn. Und hier oben sehen wir schon das Brautpaar, einen Pastor mit einer Kerze, Bänke und Blumen. Hier sind noch weitere Kerzen und Schleifen, Dekoration, ein Buch und ein Kissen, wo die beiden Ringe drauf sind. Und hier oben sehen wir noch den Altar und die Orgel. Ich werde das Set jetzt mal aufmachen und dann schauen wir mal, was alles mit dabei ist und wie das so aussieht. So, jetzt klappe ich das gerade auf. Ist ein relativ großes Set. Nicht so groß wie unser Hotel oder unser Einkaufszentrum, aber da sind auch einige Teile mit dabei. Hier auf der einen Seite, da sehe ich schon ja, so Balken und Wände. Ich glaube, das ist dann, um die Kirche zu konstruieren. Ah ja, und hier ist auch schon der Altar mit drin. Dann sehe ich, das erkennt man direkt, das ist oben der Kirchturm. Das sind wohl die Türen von der Kirche. Unser Hahn obendrauf. Die Orgel. Und ich glaube, das hier sind die Bänke. Da sind auch ganz viele Balken. Hier kommen sicher die Fenster dann rein. Weitere Teile vom Dach. Das ist hier die Seite. Und hier sehen wir, das ist auch oben so die Spitze mit einem runden Fenster. Das könnte gut die Eingangstür sein. Fenster. Ah, und hier sehr interessant, die Tüte reiße ich mal auf. Das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Hier sind die Fenster. Und wenn ich mich nicht irre, sehe ich doch da ein Auge und einen Mund und ein bisschen Haare von einer Playmobil-Figur. Und das könnte vielleicht eine Taube sein da unten. Auge, Schnabel und der Flügel. Das ist das gleiche Fenster. Hier sieht man hier unten eine Playmobil-Figur und hier oben die Taube. Genau, auch nochmal das gleiche. Und noch ein drittes Mal. Also richtig wie Kirchenfenster, aber natürlich ein bisschen angepasst für Playmobil. Oh, und das ist das runde Fenster oben. Das sieht aus wie eine Blume. Und da sehe ich doch schon unsere Braut. Ein hübsches Kleid mit kleinen Blumen hier vorne drauf. Weiße Handschuhe. Eine hochgesteckte Frisur. Und hier hinten kann man noch einen Schleier befestigen. Das ist der Bräutigam, auch eine ganz schicke Frisur, extra für die Hochzeit. Ein dunkelblauer Anzug. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist das hier der Pastor. Dem fehlt aber hier noch der weiße Kragen. Aber der ist nicht mit in dieser Tüte hier drin. Dafür aber noch ein weiteres Blumenfenster. Dann wollen wir mal sehen, was da sonst noch so mit dabei ist. Ganz viele Schrauben mal wieder. Ich nenne die ja immer Schrauben, diese kleinen Teile, mit denen man eben die verschiedenen Platten verbinden kann bei Playmobil. Hier, das könnten noch mal Fenster sein. Größere Fenster. Das Dach von der anderen Seite. Und was haben wir hier? Hier sehe ich noch die Kerzen
Ich glaube, das sind hier Blumentöpfe. Blumen sehe ich auch. Also ganz viele verschiedene Kleinteile. Und natürlich auch so ein kleiner Schraubenzieher. Und ganz wichtig, die Anleitung. Ihr habt jetzt gesehen, was alles mit dabei ist und ich freue mich schon total, das Ganze aufzubauen. Das wird in einem meiner nächsten Videos passieren. Wenn ihr euch auch freut, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!